Hallo, willkommen zurück bei Atlantica Online. Heute auch wieder eine Folge im Turm des Olymp. Und heute machen wir die 7. Ebene. Das ist Heldenrückkehr auf dem Grad Krieger. Stufe 130 Minimum, 150 empfohlen. Aber 150er, denke ich, haben in dieser Ebene auch recht viel Probleme. Auch diese Ebene geht wie die Ebene 6, wieder nur 5 Minuten. 50 Millionen Gold müssen wir zahlen für den Eintritt. Wir betreten die Ebene. Ja, ihr kennt die Ebene 6 schon, wenn ihr mein vorheriges Video angesehen habt. Die Ebene 7 unterscheidet sich dahingehend, dass ihr hier ganz sicher alleine seid. Und hier habt ihr ganz sicher einen Boss, den seht ihr auch hier schon dastehen. Und der hat eben immer neun Söldner drin. Die gilt es zu besiegen. Ihr seht ja, oh, ich habe den Autokampf noch an. Muss ich natürlich ausmachen. Ihr seht schon hier den Odysseus, hier Jessica, die Morrigan, Sylvie, den Taoisten, den Chan Wu-Chi, Washington, hier die Camilla, die Vampirin Camilla, Satko, Christine und den Washington. Ach, den hatten wir schon. Ja, auf jeden Fall, das sind immer dieselben neun Söldner und die müsst ihr eben besiegen. Die Belohnung in dieser Ebene ist der Loot dieser Gegner. Das heißt, ihr müsst rechtzeitig looten. Dafür habe ich jetzt den Loot-Roboter oder wenn es knapp wird, eben rechtzeitig looten. Ja, auf was sollten wir bei den Gegnern achten, wenn das noch irgendwie schwierig ist? Ihr seht, selbst für mich sind die Monster sehr, sehr zäh. Also müssen wir ein bisschen drauf umhauen. Ihr müsst aufpassen, eben, dass ihr nicht ins Stun geratet, aber auch gewisse Fertigkeiten der Söldner, der gegnerischen, sind eben zu beachten. Zum Beispiel von der Morrigan hier den Stun. Also die kann euch mit einem Hieb in den Stun versetzen. Deswegen haben wir die jetzt relativ früh getötet. Dann ist auch gefährlich hier die Sylvie. Die Sylvie, eben ein Kanonensöldner, da ist es auch schon passiert. Die trifft eben bis zu 5 Ziele, wenn sie in die Mitte trifft, in die Mitte zielt, kann hier die ganzen Fernkämpfer schwächen mit diesem Zauber, das Blaue da, und sie fliegt eben, das heißt, ihr müsst da mit mindestens einem, besser mehreren Fernkämpfern rein. Haben wir den nächsten, haben wir die Vampirin erledigt. Und ich empfehle euch eben, gut geheilt zu bleiben. Da auch der John Wu-Chi, der Taoist, ist ein bisschen nervig. Er kann die erste oder alle drei Reihen könnte er siegeln. Also immer eine Reihe siegelt er. Die könnte dann eben nicht angreifen. Wenn ihr die Söldner eben nicht kennt, das ist auch die Fertigkeit eben des Taoisten. Falls es etwas schwierig ist, erinnert euch, ihr könnt auch Rollen benutzen, Aufweckung, eventuell Wiederbelebung. Und für sie in dieser Ebene könnt ihr eben 5 Minuten lang drin sein. Bei uns seht ihr auch, was das Gute ist. Ihr müsst den Boss nicht in 5 Minuten besiegt haben. Es reicht, wenn ihr ihn in dieser Zeit angegriffen habt. Und nach den 5 Minuten werdet eben rausgeportet. Aber mit dem Kampf könnt ihr euch eben Zeit lassen. Auch der Bade ist ein bisschen kompliziert. Das haben wir jetzt mit unserem Baden hier gemacht. Der kann einen Söldner mit einem normalen Angriff auch deaktivieren.
Jetzt haben schon mehrere Söldner von uns geringelt, das stört uns jetzt nicht ganz so, ich will jetzt keine Aufweckungsrollen. Hier, was ihr seht, ist die Kameradschaft, das kann mein Washington natürlich auch. Der verteilt den Schaden auf allen Gegnern, die die Kameradschaft drauf haben. Macht sie dadurch eben schwerer zu töten. Haben wir den Baden erledigt. Aber wie gesagt, diese Ebene kann schon recht schwierig sein. Aber das Loot, bisher haben wir 3 Verzauberungssteine, 6. Eine verderbte schwarze Pegasus-Kiste, das ist eine 150er-Kiste, plus 0 bis plus 3. Jetzt erledigen wir noch den letzten Gegner, den Daoisten. Wir können dann eben looten. Eine Nachfahren-Kiste. Nachfahrenbücher sind da eben drin. Und der letzte, leider nur Gold. Also ich fasse nochmal zusammen. 3 Verzauberungssteine haben wir bekommen. Eine Pegasus-Kiste plus 0 bis plus 3. Eine Dämonenkiste 0 bis 3. Und eben die Nachfahrenkiste. Ich mache die Kisten jetzt nochmal auf. Seht ihr mal, was da so durchspringt. Hoffen auf ein geplustes Item. Nein, haben wir leider nicht. Magierobe. Die Dämonenkiste auch noch auf. Auch ein Nuller. Schade. Ja, ich fasse nochmal die Ebene zusammen. Ihr könnt eben hier in dieser Ebene komplett alleine gegen einen Söldnerboss kämpfen. Da könnt ihr nicht mit einer Gruppe rein, beziehungsweise wenn ein anderer aufmacht, der kommt in eine andere Instanz. Ja. Und diese Ebene, die Heldenrückkehr, Ebene 7 war das eben, Ebene 12 ist auch noch eine Heldenrückkehr, aber die ist eben deutlich schwieriger und auch deutlich teurer. Wenn ihr anfangt mit der Heldenrückkehr, würde ich euch erstmal diese Ebene empfehlen. Aber der Loot aus der Ebene 12 ist eben auch besser natürlich. Ja, ich hoffe, euch hat das Video weitergeholfen und ihr schaut auch meine anderen Videos zum Turm des Olymp und ich sehe euch dann beim nächsten Mal. Ciao!